Hallo und willkommen in der Klemmbausteinwelt. Heute habe ich eigentlich die V100 von Blue Bricks gehabt und habe mir dann überlegt, warum soll ich hier eine Lok hinstellen? Triste auf den Schreibtisch, das sieht nicht aus. Also habe ich mir überlegt und habe bestellt und habe in meinen Kisten gewühlt. Also habe ich heute hier eine Menge kleine Teile. Ah, das wehrt sich alles. Ich kipp das mal so sinnlos hier hin. Bisschen Werbung noch für Blue Bricks. Ich habe schon meine Kisten durchsucht, habe mir ein bisschen was bestellt, unter anderem grüne Platten bei Blue Bricks und habe eine solche Kiste hier. Die kennt, denke ich mal, jeder von zu Hause. Zigtausend Steine. Und was man aus diesen ganzen Teilen machen kann, das schauen wir uns jetzt mal an. Die Idee hinter diesen ganzen Tüten ist relativ einfach. Ich habe mir überlegt, wenn ich denn schon das Thema Eisenbahn, von wem, das ist ja jetzt relativ egal, aufgreife, dann möchte ich die auch hier vernünftig hinstellen können. Habe das mal ausprobiert, indem ich hier einfach so ein paar Schienen hingelegt habe und habe aber gedacht, das Grau auf Grau, das sieht alles nicht vernünftig aus, das gefällt mir überhaupt nicht. Also mache ich mich mal dran und mache mir für meinen Tisch hier so eine kleine Gleisanlage. Ich möchte euch an dem Ganzen teilhaben lassen, werde das selbstverständlich alles im Speedbuild-Verfahren euch präsentieren und ganz zum Schluss aber auch darauf eingehen, was ich wie gemacht habe und wie ich mir das Ganze gedacht habe, warum ich das so gemacht habe. Falls das dann jemand nachbauen möchte, werde ich das dann, so gut wie es nur eben geht, mal zeigen, was ich getan habe. Viel Spaß beim Zuschauen! Thank you.
Da ist es fertig. Und ich persönlich muss sagen, mir gefällt es auch sehr gut. Es soll ja jetzt nicht in eine Anlage integriert werden. Es wird dann hier bei mir auf dem Schreibtisch stehen und soll so ein bisschen den Zug unterstützen, die Lok, den Anhänger, was auch immer da gerade draufgestellt wird. So denke ich mal, ist das eine feine Sache. Wie ich das Ganze gestaltet habe, das konntet ihr ja in dem Video schon sehr gut sehen. Ich gehe jetzt mal hier trotzdem ein bisschen näher dran. Ich habe also hier so ein bisschen den Bahndamm in Schotter imitiert, dreifarbig. Mir war es auch wichtig, die Steine, die ich zum Teil gebraucht bei Bricklink bestellt habe, dass ich die alle in Gebrauch genommen habe. So konnte ich mir sicher sein, dass jeder Stein auch irgendwo eine kleine Farbabweichung hat, was man ja, wenn man sich die Schotterbetten anguckt auf den alten Strecken, das muss man ja jetzt sagen, wir reden jetzt nicht von den Hochgeschwindigkeitsstrecken, die man bei der Deutschen Bahn findet, die ja einheitlich alle nur noch in Beton gegossen sind. Hier diese verschiedensten Farben geben dann doch so ein bisschen den Charme wieder. Aus ewig alten Bauzeiten hatte ich wahnsinnig viele und habe auch jetzt noch wahnsinnig viele grüne Runde. Die habe ich dann auch mit integriert, weil Bahndämme, man kennt das ja, die sind nicht immer nur grau, wo der Schotter ist. Da ist dann auch schon mal grün mit dabei. Deswegen habe ich mich auch so ein bisschen für die Büsche entschieden, für die Sträucher. Hab mir dann hier auch noch mal so einen kleinen Baum dahin gebastelt, hier auf dieser etwas größeren Blumenwiese. Ich kann da mal ein bisschen näher rangehen. Vielleicht möchte der eine oder andere ja sehen, wie ich das gemacht habe. Es war ja im Speedbild schon ganz gut erkennbar. Ich lasse den auch diesmal nicht ganz so schnell laufen. So habt ihr dann eine Chance, das Ganze so ein bisschen zu verfolgen. Hier dann auch noch mal so ein bisschen das Grüne. Hier war ich erst am Überlegen an der Stelle, ob ich hier einen kleinen Bach oder sowas durchkommen lasse. Vielleicht lasse ich das im Nachgang noch mal machen. Dann habe ich aber hier gedacht, gut, machst du hier einen Treppenaufgang hin, so einen etwas vermoosten, weil irgendwo müssen die Bahnarbeiter ja auch zur Gleisanlage hochkommen. Hier, das habe ich überhaupt nicht bedacht. Das sehe ich auch jetzt zum ersten Mal, wenn ich so ein bisschen, hier sieht man so ein kleines bisschen einen roten Stein durchschimmern. Ich habe natürlich die ganze Strecke von unten gestützt, dass sie nicht durchhängt. Die Fliesen auf den Schwellen kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. Die Platten habe ich dann hier, das sind gleich zwei, nur eine, die habe ich dann unter das Gleis gelegt. So habe ich hier eine komplett geschlossene Strecke und konnte hier zwischen die einzelnen Schwellen auch noch mal wieder Schotter imitieren und nicht einfach das durchgucken in die bunte Höhle, wo die ganzen Steine abgestützt werden. Was gibt es noch zu sagen? Ich denke mal, gibt es noch irgendwas zu beachten? Nein, zu beachten gibt es nicht. Ihr habt es ja, wie gesagt, in dem Speedbild alles sehen können. Und so wird dieses Gleis jetzt sein. Ob ich es irgendwann einmal elektrifizieren werde, das kann ich noch nicht einmal sagen. Aktuell gefällt es mir, wie es ist. Und wenn ich eine passende Möglichkeit finde, hier noch eine Elektrifizierung hinzukriegen, was auch nicht zu modern aussieht, dann werde ich das vielleicht noch mal in Angriff nehmen. Aber da werde ich euch natürlich auch noch mal auf dem Laufenden halten. Was bleibt mir für heute noch zu sagen? Ich denke mal nichts, außer dass ich der Meinung bin, jetzt wo das Gleis steht, jetzt dürfen die Züge rollen. Ihr seht da hinter mir im Hintergrund stehen zwei. Die stelle ich jetzt hier erstmal noch nicht drauf. Ich werde dann jetzt anfangen, auch die ersten Loks zu bauen. Natürlich dürft ihr dabei dann wieder zugucken, aber das machen wir dann in einer anderen Ausgabe. Ich bedanke mich für euer Interesse, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch den Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, den Daumen runter. Wenn ihr Fragen habt oder irgendetwas sagen möchtet, dann benutzt ausgiebig die Kommentarfunktion. Dafür ist sie da. Sie funktioniert. Es ist mehrfach getestet worden. Ich wünsche euch bis zu meinem nächsten Video eine gute Zeit. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen.
Zuschauen und hoffe, wir sehen uns demnächst auf diesem Kanal wieder.